Ja, hallo zusammen. In dem heutigen Video geht es um die Auslieferung eines Model Ys, was aus China kommt. Ich weiß, dazu gibt es schon genug Videos im Netz, aber es waren hier ein paar Dinge, die haben mich überrascht, weil ich die so noch nie in anderen Videos gesehen habe. Vielleicht hat man da wirklich noch was geändert in der Fuhre, die jetzt alles rüberkommt. Und dazu am Ende des Videos würde ich euch das ganz gerne noch zeigen. Ja, da das unsere vierte Tesla-Abholung war, waren wir gut gerüstet mit Taschenlampe allen drum und dran, um erwartete Mängel, die bei Tesla früher auch immer der Fall waren, wirklich aufzuspüren. Aber so wie die anderen das auch schon in den Videos sagen, die Wagen sind hier wirklich top und wir haben bis auf eine Kleinigkeit, eine Fensterleiste, die einen Millimeter, ich sag mal, nach hinten raus stand, haben wir wirklich nichts gefunden, trotz intensiver Untersuchung. Kommen wir jetzt zu den Dingen, die für mich zumindest neu waren. Es ist jetzt auch so, dass die Autos, die aus China kommen, hinten eine Kofferraumabdeckung haben, dieselbe, die auch hier in Berlin benutzt wird, in Brandenburg benutzt wird. Zusätzlich hat wieder der 230 Volt Schuko-Stecker als Lademöglichkeit Einzug gehalten. Der war ja auch kurzzeitig verschwunden. Und sehr schön auch ein Typ 2 Ladekabel von 7,50 Meter Länge. Das ist genial. Da sollten sich die anderen mal ein Beispiel dran nehmen, dass es auch geht. Ich sag mal, dass man sowas nicht als zusätzliche Zubehör damit verkauft, sondern eben halt standardmäßig mit beilegt. Was auch einfach nett war an der Stelle, ihr seht es hier, wir haben hier nochmal eine Folienabdeckung an den hinteren Radläufen, die als Steinschlagschutz da einfach gelten und hier auch serienmäßig angebaut worden sind. Wer es nicht mag, kann es sich abmachen. Das bleibt hier auf jeden Fall jedem dann selber überlassen. Also an alle, die einen bestellt haben, ich wünsche euch sehr viel Freude damit. Bleibt gesund und geht wie immer fair alle miteinander um. Bis die Tage mal. Tschüssi.